Mach mal die Toilette auf. So, hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Borderlands 2 mit dem MMCR-Clan. Heute mit dabei der Tobi. Hallo, nicht stören, ich will alleine sein. Nicht stören. Und der Benji. Servus. So, meine Wenigkeit, der Timo. Jo, wir sind jetzt immer noch... So, auf was skill ich denn jetzt? Schnelle Hände? Oder fange ich mit Kopfschuss an? Nee. Weiß ich gar nicht, was ich jetzt... Ah, ich kann Token. Vier Mann. Token habe ich. Ja, aber das sind nur 0, irgendwas, was du an Prozent immer dazu kriegst. Verbessert deine Zielgenauigkeit mit allen Waffen. Nachteile. Ja, das machen wir erstmal. Todele. Ich gehe schon mal hoch, dass wir am Speicherpunkt sind. Das wäre dann nämlich da, wo ihr vorher, wo ihr zuletzt wart. Wo ist jetzt da hoch? Da hoch. Okay. Boah, Benny, hey, du ruckelst wie Sau. Hm? Ruckel die Puppel die. Ruckel die Puppel. Ich loote alles, alles meins. Jojo. Meins, 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 ihr kriegt nix. Oh, ein Klepptrepp. Ein Klemmbrett. Da oben ist ein Klemmbrett. Ein Klemmbrett, da ist der Klemmbrett. Willkommen in meinem bescheidenen Ammo? Life. Ammo ist gut. Nee, halt, ich hab volle Ammo. Shit. Also manchmal müsst ihr auch echt diese Angebote des Tages angucken, das sind manchmal echt gute Sachen. Ab und an. Ab und an. Durchgehen. Rüstet euch auf jeden Fall komplett mit Munition aus, okay? Munition? Munition, mein Freund. Ach, da unten gibt's nichts zum Heilen, Mist. Munition? Was gibt's denn da? Was sind das für Munition hier? Du siehst aber auch. Klick einfach alle Munition schick an. Aus, lieber Drago. Was willst denn du? Siehst schick aus von der Seite. Ah, machst mich komisch von der Seite an, oder was? Benni, ich glaub, der hat mich angeglüht. Nur hat dich angeglüht? Hat der mich angeglüht? Sieht sich wahrscheinlich nicht. Dich heraus. Nein, das macht doch wieder bloß das Leben kaputt. Nein, geh mich an. Wieso hast du ihn jetzt auf F gedrückt? Tja. Was hättest du jetzt gemacht, Timo? Was? Du hast vergessen, was ich dir gesagt habe, wo wir jetzt sind, gell? Nur so nebenbei. So, wo sind wir? Ja. Gegner. Ja. Und ich habe was 78 HP, gibt's hier irgendwo HP zu kaufen? Nein, das ist das Problem, ich dachte ausgebe, aber es gibt's nicht. Also ich jo. Hab volle HP. Na komm, spring mal rein. Wir ja, können sowieso lass mich nicht raten, oder? Hui! Ich gehe mal irgendwo hin, wo ich ein bisschen besseren Punkt habe zum Snipern. Oh, wo ist er denn? Geht einfach rein. Einer muss zum Klepptrap halt kurz vor. Klemmbrett. Am besten. Das macht der Sniper mit dem HP. Mit dem meisten HP macht das. Hm. Ja, da oben ja. Ist. Nee, da sehe ich noch gar nicht so richtig. Nicht nach vorne laufen. Oh, ein Video. Ein Klemmbrett. Ein Klemmbrett-Video. Unsere ach, neuen Folterpüppchen, Jungs! Heizt ihn ein! Was ist der von Anchor da? Captain Flint? Das ist der König der Nackelsverkäufer. Es tut mir leid, Captain Flint, Sir! Bitte versengen Sie mich nicht wieder! Den treffe ich den denn nicht richtig? Ja, den am besten. Ja, weil das irgendwie da brennt, kann das sein. Ja, ja, die stehen mitten auf dem Dinger drauf. Ja, ich hab's gerade überlegt. Vielleicht muss das hinstehen. Komisch, ich seh den gar nicht. Ach, das ist ein Slam-Typ. Shit, mich hat's erwischt. Boah, ich seh da vorne HP. Ich renn nach kurz zum HP vor. Okay, ich hab HP. Stimmt mit dem nicht. Alter, hat er viel HP jetzt. Ich bin tot. Ja, ich kann gerade nur nicht zu dir hin. Ich hab grad auch irgendwie ein Problem. Wenn's hinten links und weg war, nein, ich bin auch tot. Ist auch tot.
aber ich hab. Boah, wir haben ja nicht mal die Hälfte von dem runter. Ich bin ganz toll. Alter, jetzt bin ich auch noch unten. Wow. Aber die Flammen machen einen fertig, das ist das Problem. So, das Problem ist, ich sehe hier keinen, weil ich hinter so einer dämlichen Kiste liege. Ich mach mal kurz den Crap ein bisschen hier weg. Ja, ich mach das schon die ganze Zeit, aber das Problem ist halt, dass... Ah, was bist denn du jetzt hier? Was suchst denn du hier? Das ist der Benny, Entschuldigung. Nein, nicht der, ich meine was anderes, gerade den Gegner. Das ist das. Aber ja nicht. Da ist ein Badass-Marodeur, deswegen. Deswegen. Der ballert nämlich auch noch auf uns zu. Ich bin gerade runtergeschlagen. Nicht runterspringen. Oh, der macht mich ja voll abgezogen. Ich bin schon wieder fast tot. Ich bin okay. Ja, wie kann man nichts mit dem Feuer? Das ist vielleicht nicht so interessant. Das Problem ist, ich habe nur Feuereffekte. Ach, und ausgerechnet gegen Feuer ist er. Feuer muss jetzt weg sein. So, der Marodeur wäre schon mal down. Ich bin tot, schon wieder tot. Ich bin auch gerade tot. Und wieder da. Boah, mich hat der Wicht hier oben drin, ey. Voll übel. So, jetzt sollte er, glaube ich, noch alleine sein. Ja, ich auch alleine. Ich habe hier von oben gerade ordentlich weggemacht, aber kann mich mal einer wiederbeleben? Geht's einigermaßen? Super klasse. Mist, ich hab keine Munition mehr. Ja, hier müsst ihr ganz raus. Von hier, dann hier oben siehst du nicht mehr. Doch. Nee, siehst du auch nicht. Doch, ich hab ihn von hier oben die ganze Zeit beschossen. Ja, ich kann ihn vorlotsen gleich. Ich muss nur meine Waffe wechseln. Wo ist er denn jetzt hin? Ja, da, darüber Seitling. Muss ich noch ein bisschen weiter nach rechts. Oh, Benni. Ich runter. Ja, jetzt kommen die ganzen Gegner wieder. Oh, wo ist er denn jetzt? Ich sehe etwas Flammen hier. Ja. Tut mir leid, ich würde dir gerne helfen, aber ich sehe nicht. Passt schon. Ah, da ist er. Ich hab ihn. Wo ist er denn jetzt? Da ist er. Wow. Ja, schnell, hä? Oh, das war ein Magazin, jeder Schuss ein kritischer. Ich habe ihn gleich down. Nein, jetzt hat er mich echt noch gekillt. Achtung, der ist aber gleich weg. Ja. Dirk doch, du kannst. Kann man den nicht töten oder was ist mit dem? Ja, jetzt. Der furchterregendste Krieger, was willst du jetzt hier? Was ist denn hier los, du? Geh jetzt mal hey, jetzt. Guckt mal, hier hat's eine blaue Waffe, das sind noch bessere. Und dann gibt's noch lila und orange nachher halt. Boah, ey, wenn du den zu dritt spielst, ist der echt heftig. Achso, der ist stark. Der hatte deutlich mehr Waffen, deutlich mehr Munition. Deutlich mehr Leben. Jetzt hast du's aber. Nein, der hatte deutlich mehr Munition. Aufzug. Aufzug. Mach das hin. Mach das. Bin tatsächlich zweimal fast gestorben. Guck mal, das sind super Waffenkasten hier. Das sind schöne. Da gibt's richtig schöne Sachen. Wie sich gleich mal klaut wird. Ja, boah, alles weg. Ich boah, nicht gar nichts. Eine habe ich geholt. Warte mal, was ist das? Erstmal eine. Was? Vielleicht könnt ihr auch gleich einer von euch haben. Wo ist das? Nö, für mich ist hier noch nichts dabei. Daher. Das ist ja 81er und das ist eine 72er. Sieht man das eigentlich, was die für Munition braucht? Es gibt links unten hast du deine Munitionsanzeigen. Ach, und das, was immer gelb ist. Ja, genau. Das, was markiert ist. Also oben ist unten ist immer das, was du Maximum tragen kannst und oben dann das, was du gerade hast. Kannst du schon. Kannst du da auch irgendwo eine dritte oder eine vierte Waffe? Dann kommt das. Ja. Mit dem Level einfach. Also ich habe auch bis jetzt erst zwei. Boah. Okay, jetzt mal da.
Das ist ein halber Raketenwerfer, das Ding. Ein Sturmgewehr. Schau mal, Benny. Sieht auch nicht schlecht. Wo bist du? Wo bist du? Da, wo bist der Typ da. Was ist denn du für ein Ding? Sieht das süß aus. Diese blaue Waffe. Ja, die blauen. Es gibt auch, wie gesagt, lila und orange, ist, glaube ich, ganz heftig. Irgendwie so mal, wie kommen wir jetzt da hoch, ohne Geld zu verrecken? Ach, wo willst du hin? Guck mal, da drüben. Du kannst auch hier runterspringen, das passiert ja, nicht. Hab ich mir gerade überlegt, hey, voll doof. Es gibt auch extra so Safe-Punkte, weißt du, wo du einfach nicht. Da hinten hat es nichts mehr. Wer will weitergehen? Level? Ja, habt ihr schon abgegeben oder nicht? Achso, ne, haben wir noch gar nicht. Ich mach mal Handlung. Mach mal, gib mal ab. Lass uns Segel setzen! Hab schon. Okay, Straße nach. Ach Gott. Ach, Sanctuary. Schenk. Ich mach dann mal. Oder willst du? Nö, mach mal. Na dann, ja. Das ist gleich wie vorher, einfach wieder mit den Reisen dann. Ach so. Reitle beginnt, Benji. Reitle beginnt. Jetzt habe ich ein Sturmgewehr. Hey, eigentlich brauchst du eine Nahkampfwaffe, so wie eine Schrot oder so eine SMG. Und dann natürlich so ein Sniper. Also ich hab's. Boah, halt's Maul, glaub ich. Echt, boah. Der labert da rein. Erstens, Weiber. Logisch. Zweitens, boah, was war das? Guck mal nach da oben. Auto. Kaputt gemacht. Was stimmst du denn? Hab ich Munition eigentlich für meinen. Na, Sniper hab ich wieder 11 Schuss. 14 Schuss habe ich da. Pandora ist gewalttätig und gefährlich. Ah, schwingen kommt. Du brauchst einen Wagen, um das Stadttor zu erreichen. Ah, da vorne ist den wieder. Geh zum Caterai. Da gucken wir die aus. Ah, die ist ja mal cool. Wie heißt denn die? Die kommt noch ganz oft. Jakobs. Wie heißt denn die Waffe? Wo steht denn? Steht da noch so auf dem Namen? Nee. Geh auf Waffen untersuchen. Dann kannst du die richtig angucken. Kannst du drehen und hin und her. Ah, hier steht sie. Dann kannst du die ganze Waffe richtig angucken. Eine Slick kennen. Eine Slack. Oder? So lila. Lila. Nö. So lila Zusatzschaden, sag ich jetzt mal. Ach so. Kann das sein? Boah, Munition und Leben wäre jetzt erschwert. Da oben können wir gleich einkaufen gehen, aber jetzt müssen wir noch ein paar Kleinigkeiten hier killen und dann. Oh, was? Kleinigkeiten. Die macht Sinn. Boah, die ist aber cool, die Waffe. Macht Schaden. Die ist geil. Was? Ich hab grad nichts gehört, hier war es zu laut. Meinte, geil, hey, die Waffe ist richtig cool. Feuerschaden-Dingens. Ja, Feuerschaden ist was Schönes. Ihr kriegt ja auch langsam die Waffen, weißt du, wo es auch vernünftiger sind. Ihr seid ja gerade bis jetzt noch wirklich im Null und nicht, ja genau, ausgestattet. Ich wollte es nicht ganz so böse sagen. Jojo. Timo, machst du. Du nimmst die auch, nimmst sowieso auf. Ein Fahrzeug für dich generieren. Probier's was aus. Ein Fahrzeugsbomb. Verflucht. Sorry. Verflixt. Ein Mann namens Scooter kontrolliert diese Caterite-Automaten. Er hat vielleicht ein paar Chromosomen zu wenig, aber mit Autos kennt er sich aus. Er hat diese Station gesperrt, damit Banditen sie nicht benutzen können. Aber ich registriere einen inaktiven Hyperion-Bot im Camp der Bloodshots. Wenn du seinen Interface-Adapter an das Caterite anschließen kannst, hacke ich die Station und besorge dir ein Gefährt. Medikits und Schilde. Viel Glück! Was macht er denn da hinten wieder? Ja, das, was ich machen soll. Wir sollen hier einbrechen. Sollen hier einbrechen? Na toll, die Granate war jetzt auch voll umsonst. Ah, apropos Granate, ich könnte mal mein Ding aufstellen, wenn ein paar kommen. Wenn ich weiß, dass hier ein paar kommen, mein Sturm. Nichts geht über einen guten Verkauf. So, mach mal. Du bist mein millionster Kunde. Dass dir das nicht so gut. Ja, dann macht Sinn. Macht Sinn?
Macht Sinn. Viel Glück. Komm, das ist ja cool. Ey, der hat seine Waffe kaputt gemacht, mein Ding. Ja, die geht auch im Arsch kaputt nach 5 Sekunden. Dann läuft deine Zeit ab. Wie schmeißt du den Granat? Ich weiß nicht, wo du es gelegt hast. Gar nicht weg. Ach, geh. Wir hatten von euch eigentlich eine Elektrowaffe. Ich hab grad so eine Granate geschmissen. Okay, deswegen. Eine Elektrogranate. Da links ist die Quest. EMP-Granate. So, was liegt da für eine Waffe? Eine kleine Waffe. Nee, das ist der Quest-Gegenstand, den wir brauchen. Also, okay. Quest-Gegenstand. Schließ den Adapter an das Catch-A-Ride an. Dann besorge ich dir ein Gratis-Fahrzeug. Also gehen wir wieder zurück, nicht oder? Wegrennen. Ey, der vergisst. Der übersieht alles. Die guten Sachen hier. Wo denn? Das ist ja. Nichts Besonderes, nö. Kannst beide nehmen, verkaufen. Oder egal, eine du, eine ich. Ja, ich hab voll? Ne. Wie sind wir alle hinterher rennen? Nö. Nee, ich kann's selber. So, was liegt denn da? Das sind Granaten. Hohe Qualität, niedrige Preise und ich stelle keine Fragen. Wenn du leben willst, kauf bitte einlegen. Was gibt's denn hier? Also ein schlechteres. Ja, warte kurz, ich muss auch noch was verkaufen. Hallo, hallo, jo. Jo, jo. Timo, du kannst es auch machen, gell? Kannst du das auch machen oder kann das ich machen? Ja, das kann jeder von uns machen. Okay, gut. Mach du, oder egal. Ich habe hier keine Anzeige, dass ich das kann. Hier links. Ach so, okay, gut. Auf der linken, nee, an der linken Seite muss ich das machen. Phasenverschiebung wird ausgeführt. Ich suche nur ganz kurz. Ja. Hättest du? Verriegelung widerrufen. Verriegelung? Warte kurz, ich hacke das Catch-A-Ride. Ich bin mein Gartenzwerg. Autorisierter User akzeptiert. Komm, spring auf. Ich rutsche immer runter. Pimentaco im Handschuhfach. Was macht Timo? Fordere noch ein Fahrzeug an. Ganz kurz, wenn du jetzt gleich was aussuchst, da gibt es Fahrzeugspawn, Fahrzeugtyp und Skin. Bei Fahrzeugtyp nimmst du bitte das andere. Dann sehen es auch die Leute deswegen. Warte mal. Das MG ist nicht so gut. Fahrzeug spawnen, Fahrzeug 1, Fahrzeug 2. Ja, ist egal welches. Man kann auch mit der 2 schicken. Ich weiß gar nicht, ob wir alle 3 reinpassen. Jetzt, was soll ich machen? Fahrzeugtyp? Fahrzeugtyp, da kannst du aussuchen. Entweder Maschinengewehr oder Raketenwerfer. Lightgunner MG? Lass mich wissen, wenn dir etwas ins Auge geht. Den Raketenwerfer. Du willst einen Raketenwerfer haben? Ja, der ist besser. Und dann Standard-Flecktop. Und jetzt, da kannst du einfach das Aussehen noch ändern. Da gibt's auch Skins massig dafür. Ich nehme es mal Rackgrün, das sieht so richtig schon abgefragt aus. Und jetzt Fahrzeug genau. spawnen. Oh, da ist es ein Buggy. Ich gehe als Gunner rein. Ja. Also ich bin auf jeden Fall nicht der Fahrer, ich filme. Warte mal, Timo, ich glaube, kannst du mitfahren? Weiß nicht, wie kann ich da einsteigen? Also, ich weiß nicht, oder? Warte, dann gehe ich raus. Dann kannst du hier oben rein, das ist nur ein Zweisitzer dann. Deswegen. Was war das mit Mode 1? Du das jetzt? Was? Ach, du hast schon zwei Karten. Mit F, also bei mir ist es F. Nee, warte mal, was ist nochmal? Doch, okay. F ist, glaube ich, so Full Speed. Angie, fahr mich. Wo fährst du hin? Ach, wo ich es vergesse. Ja, habe auch gerade gemerkt. Ich wollte hier gerade. Habe ich vergessen, sorry. Mit W und links lenken. Boah, muss halt kurz außen. Ja, das ist gewohnheitsbildend mit Maus zu gehen. Aber das geht darum, weil du gleichzeitig auch schießen tust. So. Ja, ich schieße ja. Ja, hier. Was machen wir denn jetzt? Oder reinschießen oder was? Hier rüber zu mir springen. Springen? einfach drauf fahren und F drücken. Ich würde, fast hätte ich Würde vergessen.
Volk, wartet, halt, stopp, herkommen. Hier, ganz kurz aussteigen, bitte. Ich auch, oder was? Ah, ja. Also, es reicht auch einer. Aber da müsst ihr euch drum schlagen, wer das haben möchte. Da. Also, was denn? Wo denn? Er kommt noch mit. Ja, ich sehe dich ja. Ich hab mein Auto nicht abgeschlossen. Das macht einen ganz nervös. Jetzt mich Aber hier gucke ich jetzt auch mit. Ach man. Oh, den nehme ich. Das ist mein Raketenwerfer. Ich bin vor euch, Level 11. Wow. Dann bauen wir nicht hoch. Kannst du kurz angucken, wenn du willst. Ja, warte ich. Ich rutsche dauernd ab. Oh, den kann ich jetzt bald nehmen. Ich bin bald Level 11. Warte mal, nur mal schön die pyroklastische Projektile. Nice. Boah, was hast denn du jetzt in deinem Gesicht? Du hast gerade voll die rote Dings vor deinem Gesicht gehabt. Was? Der ist so ein Doppelacht oder so ein Unendlichzeichen oder irgendwas. Mhm. Ja, okay. Das hat er vorhin schon gehabt. So, geh fahren. Ja, ich muss nur als Fahrer wieder rein. Ja, nur als Geschützer ist blöd, macht keinen Sinn. Nein. Warte, lass ihn vorfahren, wir gucken, wie es hingeht. Ja. Das müssen wir machen, eigentlich nur rumfahren oder auftöten und anhalten. Timo muss ich. Maschinengewehr machen, jetzt habe ich verstanden. Ich habe Raketenwerfer. Und ich habe Maschinengewehr. Ja. Ja, ja. Mach das auch gut. Sehr schön. Die amüsiert euch noch da hinten, oder die? Ja, ja. Weil ich war hier immer durch, deswegen war ich mal. Wir machen alle Wetter, oder? Dann komme ich mit rein. Boah. Boah, das ist trocken. Der ist gut, Benni. Nee, das, ne? Gut, okay. Kurz mal ein Powerslide gemacht hier. Ich bin im Level auf. Level 9. Ey, ein bisschen wegfahren wäre nicht schlecht. Auf uns so will. Da wird's mir ganz schlecht. Gut doch. Wo müssen wir denn? Boah, fast eine getroffen von den dummen Vögeln. Points. Robo und Crossbow, das ist das. Bist du gerade in Hut fahren oder was? Keine Ahnung. Wir müssen jetzt sowieso gleich aussteigen. Also daher. Bäume, oder? Habt ihr es schon bemerkt, die Kaktusse und so, mit denen kann man, die haben bestimmte Eigenschaften. Guck mal vor uns, der Kaktus zum Beispiel. Wenn ich auf den drauf schieße, siehst du das mit dem Elektroschaden? Ja, ja. Speicherpunkt. Du kannst den Zaun nicht durchschießen, Benny. Nee, du kannst auch nicht durchfahren. Ja, das ist eine komische Steuerung, tut mir leid. Muss ich mal von dir sehen. Explodiert hier Star Wars. Ist halt noch drin, Benny? Ah. Ja, ich guck mal bitte. Halt, was ist denn das in mir? Jetzt muss mich jemand retten. Ich komm schon. Steig mal aus. Irgendwie. Hallo. Hallo.
Rieche nicht. Auf die Beine mit dir, Soldat. Bete zu mir. Timo, da oben gibt's Zeug, wenn du schon mal hoch willst. Dankeschön. Da oben ist, glaube ich, der einzige, wo es nichts gibt, oder? Doch, doch, da oben gibt's Zeug. Da oben ist einzig, wo es nichts gibt. Wegen dem schickt er dich auch hier hoch. Ja, ja, wollte ich gerade sagen, ey. Leck mich doch am Arsch, hier ist nämlich nix. Wieder ist nix. Also, doch, warum? Scheiße. Das ist eigentlich, wenn du Munition voll hast und trotzdem nimmst, ist es dann noch Reserve, oder? Nee, geht nicht, er nimmt's einfach nicht. Also meiner nimmt's, obwohl er voll ist. Aber meiner nimmt's auch, ja. Nee, er nimmt andere Munition nur. Ich hab alle Munition also, voll. So, wer will, wer hat noch nicht? Wo müssen wir denn hin? Ja, hier, der Questgegenstände, weißt du? Da dieses das kleine Viereck, da müsst auf die Klingel müsst ihr drücken hier. Ich muss auf die Klingel drücken, du sag doch, was für Töne sein. Was stimmt mit mir nicht? Da, wo es explodiert. Wie kommt denn da hoch, ich bin da verklemmt hier. Was willst du da oben? Da, guck mal, da klingst du, machst du mal Klingeling. Da also, kommt der Eier da oben, rein. Jetzt kannst du hier bitte wieder runterkommen. Ich klingel kannst mal, da ja. Sowieso nicht drüber. Klingel mal. Ihr kommt niemals nach Sanctuary rein, ihr Skeglecker. Skeglecker. Ein Kammerjäger? Augenblick, Roland will mit dir reden. Roland. Ich werde ihn per Echo rufen. Roland. Echo. Du bist also derjenige, von dem man so viel im Äther hört. Roland. Ich bin Roland. Früher war ich ein Kammerjäger wie du, bis ich die Crimson Raiders gründete. Noch eins, ich hab ein Dings voll. Wir plaudern weiter, wenn ich wieder in Sanctuary bin, aber jetzt brauche ich deine Hilfe. Meine Männer erzählen mir, dass Corporal Reese nicht mit dem Energiekern, den wir brauchen, um die Schilde der Stadt aufrechtzuerhalten, zurückgekehrt ist. Ich habe mir nur ein neues Auto geholt. Dann bist du einer der Raiders. Ist kaputt? Roland hat dich kontaktiert. Gut. Hör auf das, was er sagt. Er kann uns helfen, Jack zu besiegen. Was stimmt mit dir nicht? Boah. Ich spult ja voll in der Gegend umeinander. Boah. Oh ja, komm, zeigt es mir. Zeigt mir, was ihr könnt. Das ist ja geil. Aber nicht auf mich, nicht? Ich bin hier bloß Filmer, ja? Ich hab da keinen Schaden. Du hast mich eingeparkt. Du hast mich eingeparkt. Dann geh raus. Du kannst neu, Timo, bitte? Geh mal jetzt zu der Station, wo man die Autos spawnen kann. Da kannst du dich zum Beispiel in ein Auto rein spawnen oder einfach neu spawnen lassen. Dann verschwindet das eine. Wo ist denn der Timo hinter dem Auto? Teleportieren. Wer ist denn jetzt wer von euch? Ah, ich nehme mal das. Das war meins. Ach, wir müssen jetzt schon hier wegfahren oder was? Ja, ja. Boah, Alter, was stimmt mit dir nicht? Leute, hier müssen wir aussteigen. Toll! Ich wollte euch sagen, dass ihr euch nicht mehr so wir müssen einsteigen, wir müssen aussteigen. Mit jeder Erschütterung kommt meine Bohrer der so. Kammer näher. Und das heißt Freiheit, Ordnung und Sicherheit für uns alle. Außer für euch Arschgesichter in Sanctuary. Sanctuary. Das wird Gegner. Noch. Du wirst gerne zu mir reinkommen, gell? Hat mich irgendwas gehauen von dem Rücken. Oh. Warte mal, jetzt muss ich ganz kurz gucken, ob wir jetzt hier richtig sind. Ja, oh. Läuft schon richtig. Ja, aber da will ich eigentlich nicht durch, da hätten wir hinfahren können. Mist, holen wir das Auto nochmal. Wie fahren? Ich bin falsch abgebogen. Oh, einmal mit Profis. Oh, da hinten ist noch Loot. Ja, da hinten ist ein Zaun. Egal, ich nehme alles mit. Alles meins. Loot. Ich den Auto. Oh. 1, 2 an der Zahl. Oh, hey, mit dir mitzufahren, da wird er mir schlecht.
Ich hab einen Unfall gebaut. Wie denn? Super! Ey, du bist so ein Schatzkeks. Was denn? Ich nehme das. Ich bin 2 Meter weiter gefahren, wie wir gerade waren. Wie jetzt? Aua! Das stimmt mit ihm nicht. Aber du hast doch Probleme hier. Timo, du weißt wohin? Nö, aber ich schieße halt mal auf alles, was sich bewegt. Steig mal kurz aus und sammle hier Sach ein. Warte halt. Ja, mal wieder. Ich hab dich besprungen. Ist Vater. Benni, willst du mitfahren? Ja, ich fahre mit. Halt mal. Ja, wohin? Hallo, ihr Freunde! Hallo, Benni! Ja, jetzt. wo müssen wir denn hin? Hier müssen wir hin, gell? Ja, du fahrst. Ja, ich muss dann selber auf der Karte schauen. Ey, das wo drauf du Skispiel bist. Da war gerade einer im Thron. Ja, ja, ganz. Boah, da war dann echt schlecht mit dem Tobi mich. Ja. Sag ich doch, der fährt eine Scheiße zusammen. So, ich fahre immer nur vor zurück, dass ich nicht getroffen werde. Naja, von wem denn? Die schmeißen Zeug? Schmeiß doch das weg. Warte halt, da kann man sicher durchschanzen. Nein, kann man nicht. Doch, warte, er kommt nämlich gleich wieder. Nee, der hätte doch hinfahren können. Wenn ich mein Auto ganz quer stelle, kann ich durch. Ja, voll quer gestellt. Kommen wir nicht mehr durch. Hör auf, mich zu hauen. Das ist unfreundlich. Achte. Wo seid ihr denn? Ihr dürft vor. Ja, ja. Nö, ist nichts Schlimmes. Geh einfach vor. Ist viel Spaß. Schlimmes. Nö, ist nichts Schlimmes. Ich brauche noch einen Kopf für mein Karussell. Komm her. Und war so schlimm. War was? Da kannst du mal mit dem reden. Mit dem? Timo. Mit dem da? Gar nicht gedacht, dass ich so viel Action wert bin. Einer dieser Psychos ist mit dem Energiekern abgehauen. Ohne ihn ist Sanctuary wehrlos. Bring den Energiekern nach Sanctuary. Ich werde erst einmal pennen. Weckt mich, wenn ich nicht mehr auf Pandora bin. Reese ist tot? Verdammt, er war einer der ersten, die ich für die Raiders rekrutierte. Ein guter Kerl. Stimmt mir diesen. Hol mir die Energiekerl. Ja, und wenn du schon dabei bist, leg noch ein paar Banditen für Reese. Er hat so gewollt. Ah, genau. Jetzt hat's die Ruhe. Fliegerabwehr! Fliegerabwehr! Durchsuch das Gebiet, das mit dem großen grünen Kreis auf deiner Mini-Karte ist. Dein Ziel befindet sich irgendwo. Der macht sie alle weg. Wo müssen wir jetzt hin? Ah, okay, wir müssen hier rüber. Warte mal eben. Ich glaube, ich mache eben ein kurzes Völkenpause. Ja, weil danach es wird jetzt länger, dann sind wieder. Ja. Also gut, dann würde ich sagen, bye bye und bis zum nächsten Mal bei Let's Play Borderlands 2 mit dem MMCR-Clan. Tschüss!